Herzlich willkommen, liebe Hyperianer und Hyperianerinnen, bei einer weiteren Runde Elite Dangerous. Mit mir hier ist der großartige, super tolle, wahnsinns coole Cooper und Lord Heavyput ist auch da. Hervorragend. Ich werde dich als Ansage für meinen YouTube-Channel bereitstellen. Ja, hallo, Hyperianerinnen und Hyperianer. So, du hast das falsch rum gesagt, aber okay. Hervorragend. Wir sind mal wieder dabei, das Awesome-Geschwader. Und ich habe uns übrigens den Namen Awesome-Geschwader gegeben. Hast du das schon gesehen? Ja. Ist geil, oder? Wieso war das falsch rum? Das ist sexistisch. Hallo? Wieso? Zuerst Hallo, Hyperianerinnen und dann Hyperianer. Zuerst die Frauen und dann die Männer. Warum das denn? Warum kannst du die Männer nicht gleichstellen bei deinem Reich? Weil das einfach so du der gute Umgangston. Unterdrückst die Männer und bevorzugst die Frauen. Das ist nicht okay. Revolution, liebe Männer. Ja, könnt ihr gerne Revolution machen, aber das ist halt nun mal so gesellschaftlich, dass man zuerst die Frauen erwähnt und dann die Männer. Das liegt aber glaube ich nicht mal Frauen in deinem Reich. Das stimmt. Aber es glaube ich liegt auch daran, dass man sich nämlich das erste Wort oder den ersten Part im Satz merkt man sich nie. Das heißt, die Frauen vergisst man dann, und dann kommen die Männer als zweites und darum merkt man sich die. Oha, ich distanziere mich von jeglichen Aussagen hier in diesem. Ja, ist doch so, oder? Ist doch so. Ich teile sie nicht. Das machst du auch, wenn du Termine ausmachst irgendwo, sagst du immer zuerst den Termin, den du nicht haben willst, und als zweites den Termin, den du haben willst, weil der Termin ist dann das, der im Kopf hängen bleibt. Drum, wenn du sagst du auch immer Vorname und Nachname, wenn du dich am Telefon meldest, weil den Vornamen vergisst du und den Nachnamen behältst du dann. Und drum, Hebrianerinnen und Hebrianer, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, weil du praktisch dann das Damen vergisst. Verdrängst. Ist so meine Interpretation davon jetzt einfach. Keine Ahnung. Aber liebe Frauen, ihr seid immer herzlich willkommen hier auf diesem Kanal natürlich. So, bevor ich mir jetzt noch um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen... Wie gesagt, ich teile das nicht. Ja, ja. Genau, bevor wir uns jetzt hier über Kopf und Kragen reden, beziehungsweise ich, fangen wir einfach mal an. Und zwar, ich hatte in der letzten Aufnahme ja ein kleines Problem mit meiner Fracht. Warum auch immer. Und damit das jetzt ein bisschen, ja, wir müssen die Mission noch fertig machen mit der Liz. Ich habe schon mal den Kurs und alles grob eingegeben, beziehungsweise zur Station etc. Drum starten wir auch gleich mal. Dann können wir da nämlich ein bisschen, loslegen letztlich. Wir müssen die Fracht noch abliefern. Der Cooper hat schon mal zig vorgearbeitet. Das heißt... Ich habe einfach nur die Fracht abgeliefert, die du auch hattest, die du dann aber verloren hast. Ja, aus irgendwelchen komischen Gründen. Ich weiß auch nicht so ganz, warum ich die verloren hatte, ehrlich gesagt. Ist mir ein vollkommenes Rest. Zweimal die Fracht verloren. Blöde Frage. Habe ich eigentlich die Fracht abgegeben? Das kann ich dir leider nicht sagen. Inventar leer. Kapazität 0 von 104. Okay, ich glaube, ich habe es abgegeben. Finde ich gut. So, das ist übrigens geil. Nachdem ich gestartet bin, gucke ich so. Habe ich sie abgegeben? Man weiß es nicht. Gut, was machen wir Schönes? Ich werde die Fracht abgeben, beziehungsweise erstmal die Fracht nochmal einlagern dann letztlich. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie viel ich gebraucht habe jetzt. Ich hätte nachschauen. Sehe ich das hier irgendwo noch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht mehr. Das war doch nicht mehr so viel. Doch, du siehst es, wenn du den Ingenieur aufmachst. Wo war denn das Ingenieur? Achso, der war da rechts irgendwo im Menü, ne? Status, Ingenieuranzeigen. Automated Flight Control Protocol now offline. Okay. Thank you, Commander. Alles klar, danke Station. Ich brauche 24 Stück noch. Hervorragend. Nein. So, zurück. Okay. So, der Jeremy schreibt mir: Guten Abend, Kommandant Lord Hepi von dem Hyperianer im Hepi-System. Sehr gut, der begrüßt mich richtig, der Jeremy, finde ich gut. So wie ich mir das vorstelle. So. Ja. Engage. So. Und ganz kurz, bevor ich jetzt weitergehe, letztlich müssen wir. Ups. Was war das? FSA-Abkühlzeit. Achso. Einfach einen Frameshift Drive. Wir müssen nämlich erstmal zur Avira-Station. Hat folgenden Hintergrund. Ich müsste nämlich mein anderes Schiff holen. Und da gehen wir kurz auf die Avira-Station da oben.
Ich hoffe, die spricht man so aus. Und auf der Avira-Station würde ich dann einfach mein Schiff rufen, würde dann zum Planeten fliegen, wo wir die Minen, den letzten, herkriegen. Dann hole ich die alle und dann können wir hinfliegen, können unser Schiff mitnehmen. Das wäre so der Plan. In der Zwischenzeit macht Admiral Cooper irgendwas. Ja. Und aus irgendeinem Grund habe ich Frame Drops. Ich weiß aber nicht warum. Das ist übrigens total cool, habe ich durch Zufall entdeckt. Wenn du Steuerung F in Elite drückst, siehst du die Frames. Steuerung F. Aha, die sind konstant auf 60, aber OBS kommt nicht hinterher mit dem Rendern. Warum? Ach, warte mal. Ah, Moment. Ich glaube, ich habe die. Moment. Ihr seht, glaube ich, noch was im Hintergrund gerade. Ja, der Bildschirm fliegt weiter. Ich glaube, ich habe vergessen. Ja, ich habe vergessen, den Media Encoder zu stoppen. Der rendert gerade noch im Hintergrund. Kann das daran liegen? Also liegt das vielleicht deswegen daran, dass du so ruckelst? Weil irgendwie. Nee, bei mir bist du jetzt ganz klar. So, wow. So, jetzt. Jetzt sollte es eigentlich passen. So, jetzt müssen wir konstant 60 Frames haben. Ich habe vergessen, den Media Encoder zu stoppen. Wieso bin ich eigentlich so langsam gerade? Kann mir das einer erklären? Bin ich im Frameshift Drive? Ich brauche 10 Lichtsekunden angeblich, aber irgendwie zu nahe für sicheren Abflug. Notransport doppelt drücken. Ah, jetzt geht's runter. Okay, ich war, glaube ich, nur in der Gravitation vom Planeten drin. Hä, warum ist das so langsam? So. Wir müssten übrigens mal ganz kurz, wenn wir es vergessen. Achso, ich kann dich, boah, fuck. Nee, das Schwadron, das klappt jetzt erstmal noch nicht. Ja, das habe ich gemerkt. Ich wollte dich gerade mich ins Schwadron reinbringen. Nein! Notfall! Notfall! Stopp! Bremsen! 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 So, Planetengravitation ausnutzen, dass wir langsamer werden. Was für ein episches Manöver! Sieht man hier auf meinem YouTube-Channel gerade. Ich bin einfach hinter dem Planeten durch und nutze den Planeten jetzt einfach als Bremse. Voll episch. Ja, und war auch definitiv so geplant und es war wirklich, es sah sehr episch aus. Steven Spielberg wäre so stolz auf mich. Ah, ja, so, jetzt sind wir gleich da. Finde ich gut. So, dann gehen wir da erstmal hin, dann holen wir unser Schiffchen und dann, ja, fliegen wir zum nächsten System. Und dann holen wir die Minen, die letzten 24, und dann ist gut. Und ich hoffe, dass ich diesmal auch ankomme in einem Stück. Das wäre schön. Oh, so. Das ist ja ein blödes Timing. Also ich muss gleich nochmal Wäsche aufhängen. Okay. Aber das machen wir einfach mal. Du unterhältst schon deine Leute. Ja klar, das kriege ich locker hin. Ich mache jetzt erstmal Landeerlaubnis hier. Und dann kommt ein mega episches Landemanöver. Zero 5. Understood. Please stand by. Okay, ich fliege jetzt einfach mal rein, hä? Das wird bestimmt mega episch werden. Und der Cooper ist, glaube ich, schon weg, oder? Nein, ich bin noch da. Ah, okay. So, das wird mega episch. Ich fliege mit vollen Boostern hier rein. Boah, oh, 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 hochziehen! Boah, genau reingeflogen. Ja, so lobe ich mir das. mit vollem Impuls bin ich hier reingeflogen gerade und habe gerade noch rechtzeitig hochziehen können. Sehr gut. So, ich bin mal fix die Wäsche auf. Alright. So, ich lande hier mal. Ruckel, ruckel, ruckel. Jetzt hat's mal wirklich im Spiel geruckelt. Keine Ahnung warum. So. Einmal landen. Also, warum das jetzt gerade so geruckelt hat? Keine Ahnung. Diesmal habe ich das Rendern wirklich ausgeschalten. Ich hatte vergessen, echt den Media-Encoder auszuschalten. Was immer dämlich ist, man weiß immer nicht so, warum hakelt das Spiel jetzt so oder warum hakelt OBS so? Und dann liegt es einfach daran, ja, man rendert im Hintergrund noch.
Ja. So. Einmal auftanken bitte, dann gehen wir mal zur Werft. So, hier. Transfer. Die Vulture USS Endeavour braucht 12 Minuten. Und kostet 22.000. Okay. Transferoptionen. Dieses Schiff hierher transferieren. Fernes Schiff verkaufen. Nein. So, Schiff hierher transferieren. So. Schiff hierher transferieren. Jawohl, bitte. So, Standort Eurybia. Sehr schön. Dann schicken wir da mal... Dann kommt unser Schiffchen, wird mir hertransportiert jetzt. Dann Navigation. Zack. Galaktische Karte. Jetzt habe ich hier irgendwo meine Favoriten. Habe ich immer schon gespeichert. Ceruli Bastion. Route planen. Zack. Machen wir zwei Sprünge. Passt. So, und dann können wir loslegen. Ich habe nämlich keine Lust, die zwei Sprünge dann zu machen. Das heißt, wir fliegen einfach zu der Station. Da können wir nämlich unser Schiffchen wechseln. Und dann haben wir nämlich alles da. Ach, da hat keiner zu kommen, wenn wir hier rausfliegen. Wenn wir hier rausfliegen, dann ist... Ah, hier. Er soll gefälligst weg. Aber jetzt weiß ich, was der Kuba meint. Diese Logistikdinger sehen echt geil aus. So, einmal boosten und weg. Wo ist mein Ziel? Da. Dann kriegen wir das auf jeden Fall in Shui-Wei-Sektor. Ach, drum war der selektiert. Ich habe mich vorhin gewundert im Selektionsmenü, warum dieses System hier selektiert war. Das liegt daran, weil ich die Route schon geplant hatte zum anderen System. Drum war der ausgewählt. Als nächster Sprungpunkt. Sehr schön. So, auf jeden Fall haben wir es jetzt dann. Dann haben wir die Mission fertig. Dann müssen wir mal gucken, was wir sonst noch so machen. Der Cooper hat sich mal so ein bisschen ein paar Sachen angeguckt, was man alles machen könnte, etc. Das diskutieren wir aber gleich noch, wenn er dann wieder da ist. Einmal hier ausweichen, zack. Und dann sind wir schon wieder da. Im Prinzip ein ganz kurzer Punkt im Übrigen, das wird vielleicht schon aufgefallen sein, Elite Dangerous kommt ja nur alle zwei Tage aktuell. Das wird sich auch erstmal nicht ändern, einfach aus dem Hintergrund, der Cooper und ich haben, ja, ich sag mal, wir wollten uns nicht so immer den Stress dann machen, dass wir sagen, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie noch die Zeit rausschneiden und aufnehmen und sonst irgendwas, sondern wir wollen da einfach ganz entspannt immer, ja, das dann aufnehmen und dann haben wir auch mehr Zeit, dann ein paar Sachen rauszufinden etc. und ein paar Sachen zu überlegen. Beziehungsweise dann auch mehr Zeit dann zwischen den Aufnahmesessions dann immer. Weil es bei uns beiden nicht ganz so einfach ist, immer die ja, zeitlich irgendwas zu finden. So. Also slottechnisch. So, wo müssen wir jetzt, wo ist der Planet? Da ist der Planet. Ach du Schande. Ganz schön weit entfernt. Aber sollten wir gleich da sein? Verlangsamen. Warum soll ich verlangsamen? Ich will ja da nicht hin. Ich will ja da hinten zu dem Planeten. Und der ist ja ewig weit entfernt. Gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Aufnahme hier kommt erst in... ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die Folge hier kommt erst in 3 Wochen oder so, während wir es aufnehmen. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich hoffe mal, dass wenn ihr mir Feedback gegeben habt, wenn irgendwas in den Kommentaren stehen sollte, daran denken, dass es immer so lange Zeit versetzt ist. Das heißt, wenn irgendwas Wichtiges in den Kommentaren steht, irgendwelche Tipps, irgendwelche Hinweise, wir werden es auf jeden Fall berücksichtigen. Aber es könnte durchaus sein, dass die, ja, dass wir etwas brauchen. Dann, dass ein paar Aufnahmesessions dann vergehen, je nachdem, wie oft wir aufnehmen, bevor wir uns da tatsächlich dann, ja, das Ganze angucken können, beziehungsweise nicht angucken, sondern darauf reagieren können. So rum ist richtig. Wollte ich mal ganz kurz erwähnen.
Ansonsten bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt dann wird mit dem Ingenieur und alles. Da bin ich echt wahnsinnig gespannt drauf. Vor allem war ich echt so ein bisschen, Achso, ich müsste mal langsam. Vor allem würde ich echt mal gerne so ein bisschen gucken dann, ich habe mir überlegt, bei dem anderen Schiff, was ich habe, die Vulture, habe ich mich heute mit dem Coop unterhalten, wir waren heute unterwegs, haben uns ein bisschen unterhalten. Und zwar werde ich mal versuchen, die Geschütze abzugraden. Und zwar weg von den kardanischen und zwar zum manuellen Zielen. Warum? Hat einfach den Hintergrund, ich würde gerne versuchen, ein bisschen, besser zu werden. Aber ich würde gerne A, mehr Damage ausrichten können, zum einen. Zum anderen würde ich aber auch gerne versuchen wollen, ein bisschen mehr manuell zu machen. Weil gerade wenn die Gegner Düppelwerfer und alles haben, es ist immer sehr, 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 sehr lästig. Weil du halt letztlich das Problem hast, dass du dann nicht mehr triffst, weil die Geschütze nicht mehr automatisch funktionieren. Drum würde ich das gerne upgraden. Das heißt, wir gehen dann auf statische Geschütze. Und dann muss ich halt ein bisschen agiler werden, ein bisschen besser steuern lernen etc. Aber dann sind halt auch die Düppelwerfer und so weiter, sind uns dann vollkommen wurscht. Und dann können wir da, glaube ich, ein bisschen besser reagieren auch. Das wäre zumindest so der Plan. Ob wir das wirklich ganz genau so hinkriegen, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber natürlich sehr. Weil es natürlich auch einfach Sinn macht. So, wo sind die Station jetzt eigentlich? Die müsste jetzt eigentlich hier irgendwo kommen, ne? Ich muss mal gucken, wir sind auf der richtigen Seite. Ich möchte das Landemanöver richtig machen. Die muss ja irgendwo auf dem Planeten sein. Das müsste die richtige Seite hier schon sein, ja. Müsste hier direkt sein. Ich will nämlich wieder mehr oder weniger direkt so reinfliegen in das Ganze, dass wir halt so wenig wie möglich an Zielen verlieren letztlich. Und dass der Land, dass der Vektor nicht ganz so krass ist. Okay. Aufprall. Sehr schön. Wenn das rot ist auf dem Display, ist das nie gut. So, ich drehe mal ein paar leichtere Kurven. Aufprall auf dem Planeten ist nie gut. Oh, ich muss mich echt gerade konzentrieren ein bisschen. Wir sind zu steil, aber wir sind nicht ganz so weit entfernt. Wieso ist es da so schwarz eigentlich gerade? Aus Orbital Cruise austreten. Verdammt. Gleiten aktiviert. Okay. Sehr schön. Okay. Naja. Gleiten fehlgeschlagen, aber es wurscht. Nacon, Lima, Oscar Romeo. This is the Imperial Flight Operations Bureau. Please approach the port within safe speed limits and follow the correct docking procedures. Ja, das kriegen wir hin. So, war nicht ganz so episch, aber wir haben es immerhin geschafft, dass wir bis auf 20 Kilometer rangekommen sind. Das ist immer das persönliche Ziel, was ich eigentlich habe. Ich will bis auf 20 Kilometer an die Ziele rankommen. Und dann ist eigentlich wurscht. Ich war gerade viel zu nah dran, viel zu steil. Darum hat das nicht ganz so gut funktioniert. So, 7,5 Kilometer. Zack, jetzt. Landerlaubnis bitte. Approval granted. Set course for landing pad 07. Okay, welches ist das jetzt? Das müsste jetzt da hinten sein, weil das ist ein großes, glaube ich, ne? Ich glaube, ich brauche ein großes Pad und das müsste das. Ne, das ist 10.
Ist das 7? Ich sehe es leider nicht. Ja, ist 7. Das ist ein mittleres Pad hier, glaube ich. Das andere ist ein ganz großes und das brauchen wir aber nicht. Dafür sind wir noch zu klein. Oh! Ups. Das war... sollte epischer werden als gedacht. Aber das war schlimmer als gedacht. Sollte epischer werden. Ich habe etwas die Schwerkraft überschätzt. Unterschätzt. Oh, was ist denn los heute? So, Sternhafendienst. Erstmal reparieren. Docking procedure complete. Execute system shutdown. Have a pleasant visit, Commander. Ja, immer doch. Immer gerne. So. Warenmarkt, Militär. Dann brauchen wir die Minen. Landmine. Landminen, zack. 24 Stück brauchen wir. Dann haben wir das. Zack. Nein. Zack, 24. So, haben wir das. Dann setzen wir eben nochmal Kurs auf. Zack. Galaktische Karte. Dann brauchen wir hier unsere Routeliste. Iota Perse, Liz Rider. Route planen. So, haben wir das. Und starten. Sehr schön. Haben wir das alles erledigt? Perfekt. So stelle ich mir das vor. Und los geht's. Landing coupler disengaged. Please take note of oncoming traffic when leaving this facility. Ach. Thank you. Hier gibt's kein Traffic. Jetzt kein Traffic zu geben. So schaut's aus. Wenn ich komme. Achso, jetzt muss ich hinter den. Hä? Ich muss hinter dem Planeten, kann das sein? Na gut. Kriegen wir hin. Frameshift. Ziel verdeckt. Na gut, machen wir Super Cruise erstmal an. Erstmal ein Super Cruise und dann können wir weitergehen. Jawohl. So. Schauen wir mal. Dann gehen wir erstmal. Ich fliege jetzt erstmal ein bisschen raus, dass wir vom Planeten wegkommen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und dann können wir gleich direkt in den Frameshift-Antrieb gehen. Und dann denke ich mal, haben wir das ganz gut hingekriegt. So. Kurze Kontrolle, kommst du zurecht? Ich komme sehr gut zurecht, aber es ist schön, dass du da bist. Ich habe nämlich gerade mega über dich hergezogen. Wie immer, ja. Aber das kennst du ja, also von daher sollte man das hinkriegen. Also brauchst du, was machst du gerade? Ich hänge gerade noch die Wäsche auf nebenbei, was machst du gerade? Was ich gerade, wie geht denn das mit deinen Kopfhörern? Ist denn so langes Kabel oder wie? Ja, naja, es geht so halb. Ich habe mir die Wäscheleine ein bisschen hergezogen. Ach so, ja, ist ja toll. Ich fliege jetzt gerade zu Liz Rider zurück und bringe die letzten 24 Minen zurück. Mein Schiff habe ich schon angefordert. Das wartet an der anderen Station auf mich. Hat 22.000 gekostet und dauert 12 Minuten. Na, das ist doch gut. Ja, finde ich auch. So. Computer, Warp-Antrieb aktivieren. So, dann fliegen wir Richtung Alit erstmal, dann zurück zu Liz Rider. Finde ich hervorragend. So wie ich mir das Ganze vorstelle. Geil. Läuft auf jeden Fall. Ach, ein Spaß. Ich muss ja sagen, ich bin schon begeistert. Ich hab dann mal eine Quest abgeschlossen. Was wollen wir jetzt dann eigentlich danach machen? Naja, wenn du jetzt halt mit der Liz Rider auf Rang 3 mal kommst, also du musst danach noch ein paar Sachen bei ihr bauen, damit sie dich mag und dass er dann quasi Rang 3 erreicht. Und wenn du das dann hast, dann empfiehlt sie uns an ihre Freundin weiter und die will aber, dass wir mit dem Empire gut gestellt sind. Ah, okay. Also und du glaubst, das heißt, danach nochmal Quests. Und du glaubst, ich schaffe Empire. Und du glaubst, ich schaffe das, ja, dass ich mich bei einer Frau gut stelle. Nee, wahrscheinlich nicht, aber deswegen steck hier einfach ganz viel Geld rein und dann
würdest du dich trotzdem irgendwann weiterempfehlen. Okay, das klingt nach einem Plan. Funktioniert immer. Warum verlangsamen? Nein, beschleunigen. Ich habe übrigens Angst gerade gehabt, dass ich mal wieder... überhitze. Das wäre geil gewesen. 24 Minen genau reingepasst, weißt du, und dann überhitzt und verlierst eine, musst nochmal alles machen. Dann wäre ich, glaube ich, gestreikt. Du hättest, glaube ich, eine volle Ladung mitnehmen sollen. Wer weiß, was jetzt noch alles passiert und dann... Nein, ich bin geizig. Ja, ja. Wahrscheinlich ist eine Mini jetzt dann kaputt oder irgendwie und ich muss nochmal eine holen. Das wäre so, ja. Das wäre so arschig. So, ich glaube, ich war zueinander Sonne. Geht ja irgendwie. Ich glaube, ich war zueinander Sonne dran. 64% Hitze? 66? Nee, geht noch. Passt. Finde ich gut. Was wolltest du? Mein Mikroständer ist ja ein bisschen abgestürzt. Wie kann der Mikroständer denn abstürzen? Hörst du mich eigentlich so auch noch? Ja, es ist zwar mega dumpf und hallend, aber es passt. Man versteht cool. Dich. Cool. Du musst dann lauter reden. Niemals. Da muss deine Stimmbänder ja schonen. Absolut. So, Demolition Unlimited. 321 Lichtsekunden. Wehe, ich werde jetzt wieder abgefangen von irgendeinem krattligen Piraten. Ja, das ist mit dem offenen Spiel bei einem, bei einer Ingenieurin ist echt doof, weil da triffst du viele Spieler. Ja. Hätte ich vielleicht doch im privaten Modus spielen sollen. Das wäre ja nicht so witzig. Das stimmt. Wie macht ihr das eigentlich? Synchronisiert ihr das dann privat auf die? Also ist das dann trotzdem immer ein Online-Spiel, was du da machst, auch wenn du eine private Instanz startest? Oder wie ist das eigentlich? Ja, du brauchst auch für den Einzelspieler brauchst du immer Internet. Weil es mit den Servern synchronisiert alles dann, ne? Dass du auch nicht cheatest oder sonst irgendwas machst wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Clever. Das finde ich gut. Also Hybrid-Spielen, muss ich sagen, finde ich, dass du Online-Zwang hast, wo du Singleplayer und Multiplayer spielen kannst, mit dem gleichen Spielstand praktisch. Da finde ich sogar sinnvoll, dass du einen Online-Zwang hast. Weil es nur Singleplayer spielen, wenn du einen Online-Zwang hast, das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so mega bevormundend dann einfach, oder? Ja, und unnötig auf jeden Fall, also. Beziehungsweise, also Diablo ist ja immer, finde ich, so ein Beispiel. Diablo 3 haben sich alle aufgeregt wegen dem Online-Zwang. Aber wenn du halt den gleichen Charakter im Singleplayer wie im Multiplayer verwenden willst, dann bleibt ja nichts anderes übrig eigentlich. Ja, genau. Bei Diablo 2 war es halt so, da hast du halt den anderen Ding jetzt auch noch gehabt. Da hast du den privaten Modus gehabt, da konntest du halt aber mit dem nicht mehr im Battle.net joinen dann. Also das war halt einfach tatsächlich dein privater Charakter halt. Ja. Finde ich auch okay, aber halt, ja. Ja, kann man halt machen, aber ich finde es halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du halt, ich finde so Spiele auch wie Diablo irgendwie, das macht halt auch im Singleplayer irgendwie keinen Spaß oder keinen Sinn, oder? Weil ich weiß nicht, was ich da mache, also das macht halt dann Spaß, wenn du Multiplayer hast, wenn du halt mit anderen, egal ob die jetzt halt, sag ich mal, das machen, was du willst, aber wenn du zum Beispiel so die Kopfgelder gemacht hast in Diablo 3, war es halt immer cool, wenn du andere dabei hattest. Einfach aus dem Hintergrund, weil die anderen halt dann die anderen Quests machen konnten und du selber ja dann auch deine eigenen Quests verfolgen konntest. Und dann hat jeder am Ende aber den Gewinn gekriegt. Oder? Ja. Ich finde, es gibt halt auch Spiele. Ja, ich finde, es gibt auch Spiele, da macht es einfach keinen Sinn, finde ich, dass du halt diese. So eine Hybridfunktion einfach hast. Also entweder. Also, dass man sagt zum Beispiel wie ein Elite, dass du sagst, du hast halt so einen Modus, wo halt dich kein anderer nerven kann, wenn du halt so PvP zum Beispiel dann hast. Das finde ich wiederum cool, weil da kannst du halt mal eben schnell mal eine Mission machen, die halt, ja, damit halt dir keiner auf den Sack geht, sagen wir es mal so. Aber es schadet ja auch nicht. Also ich meine, du musst ja den Singleplayer-Modus nicht nutzen, aber wenn es dann einer machen will, weil er überhaupt nicht online spielen will, wenn er kein Internet hat quasi gerade und trotzdem Diablo spielen will, dann, also es schadet ja grundsätzlich nicht. Zwingt dich ja dann keiner, dass du zwei Charaktere hast, aber für diejenigen, die halt einfach nur online oder beziehungsweise offline spielen wollen, sowas anzubieten, ist ja eigentlich nicht verkehrt.
Ja, aber ist das heutzutage noch so? Also willst du heutzutage so Spiele, die eher darauf ausgelegt sind, dass sie Multiplayer sind, willst du die tatsächlich dann noch einen Single-Part mit reinpacken? Ja, keine Ahnung. Also weißt du, was ich meine? Kommt aufs Spiel, glaube ich, an. Ich muss mal doch die Kopfhörer absetzen. Ich bin gleich wieder da. Ach so, na gut.